Aloha und herzlich willkommen in der Welt Alola, der Wüstenregion von Pokémon Sonne und Mond. Wir spielen Pokémon Sonne in Deutsch direkt am Tag des Release von Pokémon Sonne und Mond in Europa und in Deutschland. Los geht's direkt mit dem Spiel. Wir spielen die Wetlock-Variante. Vielleicht habe ich ein bisschen Zeit, es zu erklären. Wenn nicht, in den Kommentaren. Nee, nicht Quatsch, in den Kommentaren, in der Videobeschreibung könnt ihr das nochmal nachlesen. Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Endlich ist es soweit, endlich spielt der Zwergenfürst Pokémon Sonne. Ich freue mich schon so sehr darauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch genauso sehr. Einen Augenblick. Oh, ein Videochat mit Professor Aloha. Professor Aloha. Ja. Ich bin auch ein bisschen durcheinander heute. Tag auch. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Das kannst du mir ruhig glauben. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall, sogar hier in meinem Zimmer vor der Kamera. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu großen Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Waffe ist, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich stecke mitten in einem wichtigen Gespräch. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Du bist eben neu und ja, weißt Bescheid. Du darfst denen gern ein paar Informationen zu dir geben. Welches dieser Fotos stammt denn gleich nochmal von dir? Könntest du mir das mal sagen? Oh, hier direkt die Charakterauswahl. Da würde ich mal das sagen. Nehmen wir das dieses hier. Das passt, glaube ich, am ehesten schon zu mir. Ja, würde ich nehmen. Gut. Dann könntest du nochmal deinen Namen für mich buchstabieren. Den habe ich mir nicht ganz gemerkt. Ich bin ein bisschen vergesslich. Verstehst du, was ich meine? Hey, gut, ich buchstabiere es für dich gerne mal. Ein großes Z. Hier habe ich noch ein kleines W, ein kleines E, ein kleines R, ein G wie Gustav. Das waren zwei Gs. Ein E wie Ernst, ein N wie Nora, ein F wie Fürst und ein, ja, Ü, ein R, ein S, ein T. Und es passt genau rein. Zum ersten Mal passt in einer Pokémon-Edition mein kompletter Name rein. Zwergenfürst. Wenn das nicht mal schon ein Zeichen ist. Okay. Zwergenfürst. Ich guck nochmal, ob ich es richtig geschrieben habe. Zwergenfürst. Hab ich das richtig notiert? Ja, das hast du korrekt notiert. Das muss ich mal festhalten. Das allererste Mal, dass in einer Pokémon-Edition mein Name richtig reinpasst. Ansonsten in den anderen musste ich immer Zwerg oder Zwergi oder sonst was nehmen. Geil. Alles klar. Jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche.
Zwergenfürst. Toll. Der Name schlägt wie ein Donnerblitz ein. Ich freue mich schon drauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Hey Zwergenfürst, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Hier sind wir. Doch direkt in Kanto vermutlich, oder irre ich mich da? Wir ziehen doch um. Und da ist auch schon das Intro. Genießen wir es mal ganz ruhig. Und damit jetzt erst richtig herzlich willkommen und seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladim, zu einem ersten Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Monate später. Ein beschauliches kleines Örtchen. Das scheint unser Haus zu sein. Schauen wir doch einmal rein. Ach, kannst du sie auch spüren? Unser erster Tag unter der Sonne von Aloha. Unser erster Tag. Ach so, das sagte ich schon. Ihre Strahlen sind ja so schön warm und hell. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons aufzupacken. Mauzi! Gehst du bitte zu Zwergenfürst und holst ihn mal? Mount! Taucht gerade ein Mozi in meinem Zimmer auf. Mount! Wäre das geil, wenn jetzt wirklich die Tür aufgehen würde und ein Mauzi reinkommen würde. Mauz! Diesmal kein Vogel, sondern ein Mauzi. Ihr seht schon, ich vergleiche direkt mit Pokémon Y. Schon wieder sind wir umgezogen. Schon wieder sind wir in einem Zimmer. Oh, was haben wir denn da? Ein paar Umzugskartons, die noch nicht ausgepackt wurden. Dann packen wir sie mal aus. So, oder auch nicht. Oh, ich kann mich sogar wieder ins Bett legen. Wow, geil. Es duftet irgendwie angenehm, beruhigend. Das ging in Pokémon Y nicht. Da konnte ich mich nicht wieder zurück ins Bett legen. Du schaust in das Notizbuch, das dein Vater dir gegeben hat.
Abenteuerregel Nummer 1. Drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Abenteuerregel Nummer 2. Wähle Speichern, um dein Spiel zu sichern. Ah, das sind bestimmt ganz sinnvolle Regeln. Selbst auf diesem kleinen Globus sind Kanto und Alola weit voneinander entfernt. Oh, da ist ein Pikachu. Eine Plüschpuppe des Maus-Pokémons Pikachu. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Und natürlich wird in Pokémon natürlich wieder das neueste Ding präsentiert von Nintendo. Das ist hier die Wii U. Die ist ja offiziell gestorben letztens. Du hast tief und fest geschlafen. Was? Jetzt strotzt du sicher nur so von Energie. Und Zwergfürst, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Und wie aber? Sowas von. Da habe ich monatelang gezittert und gewartet. Also, los geht's. Das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons ausräumen. Wir leben jetzt schließlich in der Hanoa-Region. Ein Inselparadies, das viele Terroristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Was? Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du ihm bitte die Tür auf, Zwergfürst? Okay, ja. Ich mach mal die Tür auf. Jetzt habe ich mir in die Küche verirrt. Und da ist er auch schon, Professor Kukui. Hallo, Zwergenfürst. Ich bin's, Professor Kukui. Endlich lerne ich dich persönlich kennen. Freut mich außerordentlich. Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und schlank. Was? Kommst du mit der Zeitverschiebung zurecht? Alola und Kanto sind ja ganz schön weit voneinander entfernt. Für dich fühlt es sich bestimmt noch wie Mittag an, oder? Hallo, Professor Kukui. Wir sind gestern in Alola eingetroffen. Ah, die Dame des Hauses. Ich war so frei, mich selbst hier reinzulassen. Ach, und mit dem Professor lassen wir das lieber, wenn es recht ist. Warum denn so formell? Wir sind ja hier auf Alola. Duzen wir uns doch einfach. Ich heiße euch herzlich in Alola willkommen. Vielen Dank. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie, ich meine natürlich, du damals gegen die Arenaleiter von Kanto gekämpft hast. Als wäre es gestern gewesen. Seitdem faszinieren mich die Pokémon der Alola-Region und jetzt bin ich endlich hier. Ich war damals in Kanto, um dort Pokémon-Attacken zu erforschen. Aber obwohl ich schon so viel über das Thema wusste, haben mich die Arenaleiter ganz schön alt aussehen lassen. Aber genug von Kanto. Komm doch mal mit mir, Zwergfürst. Lass uns die Nachbarstadt besuchen. Dort kannst du den Inselkönig treffen und mit etwas Glück erhältst du auch ein Pokémon. Ein Pokémon? Ja, der Inselkönig gibt allen Kindern ein Lilly. Was auch immer ein Lilly ist. Die bereit sind, sich einem großen Abenteuer zu stellen. Liebend gerne ihr erstes Pokémon. Egal. Er ist übrigens ein äußerst starker und erfahrener Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen.
Na sowas. Und er bekommt echt ein Pokémon von ihm. Der Inselkönig ist ja wirklich nett. Worauf wartest du denn noch, Zwergenfürst? Geh und hol mir schnell deine Sachen. Deine Mütze und deinen Beutel findest du in einem Umzugskarton in deinem Zimmer. Oh ja, den Umzugskarton habe ich schon gesehen. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfliebe zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Hohoho, ja, na, da bin ich ja mal gespannt, was für eine Mütze du trägst. Die hier. Eine schwarze mit einem braunen Aufschrift. Da steht ein Eklatürme drauf. Die trage ich. Aber eine Mütze? Eine Mütze in Aloha? Das ist doch ein bisschen überflüssig, würde ich sagen. Aber gut, setzen wir mal eine Mütze auf. Bei dem sonnigen Wetter. Ja. Wird bestimmt sehr kalt um die Ohren. Dann müssen wir schnell eine Mütze anziehen. Und findest deine Mütze und deinen Beutel. Okay. Da habe ich wohl einen Text überlesen. So ist also mein Outfit. Ach, eine Basecap. Ah, ich dachte eine Strickmütze. Eine Strickmütze wäre natürlich Schwachsinn. In Adwa. Aber eine Sonnenmütze. Das klappt. Sieht so aus, als wärst du reisefertig. Viel Spaß. Keine Sorge, die restlichen Kiste kann ich alleine auspacken. Ich will ja, dass sich deine Pokémon bei uns wohlfühlen. Wow, stylische Mütze. Deine Mutter scheint sich ja sehr darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Gut, dann machen wir uns auf die Socken. Aber nach Lilly, dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Na dann, brechen wir mal auf. Und besorgen uns ein Lilly. Komischer Name für das Starter-Pokémon. Aber, ja. Ist halt hier Aloha. Oh. Das Zuhause von Zwergenfürst. Oha, muss ja jetzt zensieren. Du wisst ja jetzt, wo ich wohne. Tja. Hey, wo willst du denn hin? Hier geht's lang. Hier drüben. Komm mal rüber. Also dann. Willkommen in Aloha, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Aloha leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Aloha alle Türen offen. Deshalb muss ich dich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Folge mir. Das Dorf Lilly ist nicht weit von hier. Ach, das ist ein Dorf. Na gut. Auf geht's. Auf geht's nach Lilly, dem Dorf. Stapft da so im Sand voran. Natürlich kann ich auch sprinten mit der B-Taste. Das ist immer so. Bei DS-Spielen, vor allem bei Pokémon Games. In der Pokémon Edition. Und Zwergenfürst, wie gefällt es dir in Aloha? Naja, ich habe noch nicht alles gesehen. Also, ich habe noch nicht wirklich sehr viel gesehen. Ich habe hier einen Weg gesehen. Also der Weg, den ich gerade gesehen habe, der war super. Der sah wunderschön aus. Das hört man gerne. Es freut mich, dass dir die Aloha-Region bereits ans Herz gewachsen ist. Und da haben wir auch gleich einen jungen Pokémon-Trainer aus Aloha. Der ist aber ziemlich jung. Professor Kukui!
Sorry, Sie müssen mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Ach, was? In Wirklichkeit weißt du sicher schon, welche Attacke du einsetzen möchtest, oder? Komm doch wieder, sobald dein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat. Dann kämpfen wir. Was? Wie? Hä? Der kämpft gegen... Okay, ich misch mich da mal nicht ein. Schau, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Ja, schön, dass du mir jetzt immer wieder sagst, dass ich ein eigenes Pokémon brauche. Aber ich hätte gern auch mal langsam eines. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten. Um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat. Los, jetzt! Mangonia! Mangul! Was? Hey, du bist doch hier neu hergezogen, oder? Lass uns unbedingt mal einen aufregenden Pokémon austragen. Siehst du, dank der Pokémon lernt man hier im Handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung, dann wollen wir mal. Lilly liegt jetzt direkt vor uns. Direkt dort.